Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller Antrich wieder für euch in Dragonflights unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so eine kleine PTR-News präsentieren. Mit dem letzten Update von Blizzard auf dem PTR-Server zum Patch 10.1.5 haben wir hier eine kleine interessante Änderung. Und zwar gibt Blizzard bekannt, dass sie dementsprechend die Restriktionen mit dem Gold- und Itemhandel, komplett regionsweit aufheben. Heißt, wir können ab sofort dann jegliche Items, aber auch Gold auf allen möglichen Servern handeln. Bisher war es ja so, dass wir quasi nur in unserem Serververbund handeln konnten, heißt die Server, die von Blizzard connected wurden, konnten Items und Gold handeln, beziehungsweise, was jetzt auch schon ging, dass wir dementsprechend, wenn wir in den Dungeon sind mit irgendjemand aus, der Region EU, dass wir dementsprechend Items, die bei dem Boss gedroppt sind, handeln konnten, beziehungsweise hergezauberte Items, wie zum Beispiel so ein Geso oder ein Magierbrötchen, die konnte man ja vorher schon handeln. Ab dem Patch soll es dann so sein, dass ihr tatsächlich alle Items handeln könnt, also jegliches Item, was ihr vorher schon dabei habt, könnt ihr mit Leuten handeln, die in eurer Gruppe sind. Ihr könnt auch euer Gold zu Leuten auf anderen Servern geben, beziehungsweise natürlich auch dann zu euren Twinks schicken, so wie ich das hier aus dem Post lese. Da gibt es nämlich hier den kleinen Absatz, all those cross-stream restrictions will now be lifted, also die werden alle aufgehoben, was eine sehr nice Angelegenheit ist. Was natürlich jetzt hier noch nicht drin steht, was jetzt noch ein bisschen weitergehen würde, wäre auch, dass sie alle Items im Auktionshaus quasi EU-weit freischalten, bedeutet, dass man jetzt nicht nur die Consumables oder beziehungsweise alle Items, die stacken, kann man ja aktuell EU-weit im Auktionshaus kaufen. Wenn sie das auch noch quasi aufweichen würden, dann wäre man ja natürlich in der Lage, auch aktuelle Raid-Items, aber auch zum Beispiel irgendwelche alten, seltenen Transmog-Items von allen Reams zu kaufen. Wäre natürlich eine schöne Sache. Für Verkäufer wäre es wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil oft sinken dann natürlich die Preise, wenn sehr viel Konkurrenz ist. Da muss man mal noch gucken, ob das auch kommt. Ich vermute fast, dass sie das in Zukunft auch bringen werden. Steht natürlich jetzt hier nicht drin, da geht es tatsächlich nur ums Handeln. Was natürlich der Vorteil ist, wenn ihr quasi euer Gold überall hinhandeln könnt und auch Items überall hinhandeln könnt, könnt ihr einfach einen Char auf irgendeinem Server stellen, euch da Gold rüber schicken. Ich vermute, Gold schicken wird gehen, sonst müsst ihr es halt über einen Freund machen, dass der das Gold quasi kriegt, da ein Item kaufen und über denselben Weg dementsprechend das Item wieder auf euren Heimream bringen. Müsste auch so funktionieren und deswegen vermute ich auch, dass auf kurz oder lang Blizzard das Aha quasi komplett EU-weit machen wird, weil man über das Handelssystem, beziehungsweise ich vermute, Post wird da mit dabei sein, das ja dann sowieso schon kann. Ne? Man ist es halt dann bloß ein bisschen umständlicher im Endeffekt. Gut, das sind soweit die Geschichten, die Blizzard bekannt gegeben hat, beziehungsweise meine Spekulationen dazu, was noch kommen könnte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr denkt, dass das Ganze ausgestaltet wird. Glaubt ihr, dass die Post auch mit dabei ist, beziehungsweise dann vielleicht auch im Nachgehen, im nächsten Schritt, das Auktionshaus EU-weit umgestellt wird? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.